Ja, sorry Leute, es tut mir leid, dass ich es jetzt in der letzten Kurve weggeschmissen habe. Mist! Das ärgert mich jetzt. Kaka! So, jetzt auf geht's. Mein Gott. So, hier wieder in den Windschatten klemmen. So. Show. Mein Gott, der Mustang, er gibt wieder kein Gas. Ja. Mein Gott, willst du durch die Kurve kriechen oder was? Mensch, 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 Mensch. So, und der Z4 hier, oder? Ne, was ist das? MQP? Das bleibt auch nicht mehr lange hier auf zweiter, beziehungsweise jetzt auf dritter Position. Und was ist denn hier jetzt los? So. So, diesmal kriegen wir auch hier die Kurve wieder. Oh, 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 bisschen quer, aber geht. Aber klar, es kostet halt einfach alles Zeit. So, hier, das ging doch so, genau. Das ging richtig gut. So, hier nicht. Jawoll, im Superdrift. So will ich das sehen. So, jetzt muss er aber mal aufholen hier. Der ist ja richtig weit weg, der M3. So. Okay, bei 8000 fängt er an, im Begrenzer zu landen. Alles klar. 1,3 Sekunden. Da ist noch was möglich hier. So, super gebremst. Das ist einfach. Der Nissan hier hat super Bremsen. Da konnte ich mich richtig gut ranbremsen hier an den M3. An das Türkenauto. So. Naja, wenn du mir die Innenbahn offen lässt, bin ich doch gerne, schlüpfe ich gerne durch. So. Ah. War ich wieder ein bisschen zu früh auf dem Gas. Oh, und der ist fast zu weit. Na, geht noch. So. Was ist das so? Das ist jetzt die Kurve hier. So, und jetzt kommt gleich hier die letzte Kurve. Die es mich eben gekostet hat und jetzt habe ich hier schon wieder. Die waren nicht gut gefahren. Jetzt hängt der M3 mir natürlich voll im Windschatten. Also den müssen wir jetzt hier voll ausdrehen. Aber er kann nicht mithalten. Geil. Geil, das ist ja richtig geil. Da könnt ihr wirklich sehen auf der Karte, wie ich da den Vorsprung ausbaue und ausbaue. So. Die Kurve passt hier auch. Super angebremst. Aber der M3, er bleibt dran. Also, ein Fehler von Mr. Easy Racer und er ist wieder da. Oh, 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 da hier. Ah, da schiebt das Heck, da schiebt das Heck. So. So, aber jetzt passt's, jetzt passt's. Er bleibt zwar dann dran, der M3. Aber im Endeffekt, er kann nur dranbleiben, das ist das Einzige. Überholen ist dann wieder ein anderes Kapitel. Auch wenn er hier super durchkommt, durch diese letzte Kurve, die habe ich immer noch nicht drauf. Aber gut, jetzt kommt wieder die Supergeschwindigkeit vom Nissan und dann hat er einfach keine Chance. Ja, da keine Chance. 17,4 nochmal Bestzeit und ich habe mir wieder ein Gummibärchen verdient. Mhm. Jawohl. Mhm. 8000. Okay. So, und verlassen bitte. Und dann machen wir noch direkt das nächste Rennen. Weiß jetzt gar nicht, wo es ist. Hab gar nicht aufgepasst vorher.
Oh Gott, nee. Und dann noch dieses Trial Mountain. Oh. SL500. Und wieder ein Ford Mustang. Und M3 fährt gar nicht mit. Was ist da los? Ich darf wahrscheinlich erstmal wieder die scheiß Traktionskontrolle ausstellen. Das ist doch ätzend. Der macht jedes Mal wieder auf 5. Dann wäre vielleicht mit dem Mazda, wenn das auch damals auf Traktionskontrolle 5 gewesen wäre, dann wäre das mit dem Mazda wahrscheinlich auch noch viel mehr abgegangen. Ah, also viel mehr mit dem Heck abgegangen. Ich meine, es ist immerhin den Hecktriebler auch gewesen. So, die Strecke kenne ich auch, glaube ich. Zumindest, ja doch, die kenne ich. Ja, ja, ja. Und ein O, ein M-Coupé sind, also ein 1er M ist hinter mir. So. So, und ja, hier der, er schiebt ja hier gar nicht an, der vor mir. Und so eine Corvette, die hatte ich damals auch. So. Ach, Traktionskontrolle, jetzt ist er aus. Okay, oh, außen, das ist vielleicht keine gute Idee. Doch, ist eine gute Idee. Mein Gott. So, jetzt gibt doch Stoff hier. Scheiß Corvette, hier bin ich. Da kommt es jetzt nicht nach außen ziehen. Sonst hättest du uns beide super in die Wiese gedrängt, beziehungsweise mich. Und so ein unfairer KI wollen wir doch jetzt nicht sein. So, oh, hier kann man aber mal in den ersten gehen. So. Da haben wir sie doch schon mal fast wieder alle überholt, bis auf einen in der ersten Runde, beziehungsweise alle, die vor mir waren. So, aber hier mussten wir, ja, leider, hier müssen wir bremsen. Hier könnte man, glaube ich, gut im Drift durchfahren. Ah, okay, hier gibt es weiter Auslaufzone. So, bisschen später gebremst und ich bin innen. Keine Chance, auch wenn ich jetzt hier wieder quer komme. Aber die Beschleunigung macht's. So, ich glaube, er ist jetzt auch hinter mir. So. Ich bleib jetzt direkt im zweiten. So. So, hier wieder auch. Oh. Da ist das Heck gut unterwegs. Da arbeitet es gut. So. Also mich wundert's echt, dass ich das hier so gut hinkriege. Also das ohne Ideallinie. Ja, ja, das mit dem auf sein Gefühl verlassen. Ich glaube, da ist noch was dran. So. Nur hier, diese Kurve ist, finde ich, sehr kritisch. Aber wie gesagt, Auslaufzone, ne? So. Ah, da könnte man sogar noch ein bisschen später bremsen, aber gut. Oh, 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 oh. Aber gut. Auch der Nissan kann ein bisschen Offroad. So. So, und wieder ein bisschen quer. Also ihr merkt, ich bin schon noch konzentrierter als sonst. Auch mit dem Schalten, das ist jetzt auch nicht mehr so Pillepalle. Da guckst du mal kurz auf den Drehzahlmesser und schaust, wann du schaltest. Oh, der könnte... Nee, passt. So, ein bisschen wieder quer, ein bisschen korrigieren, kein Problem. So, und doch, jetzt haben wir schon wieder, ja, Abstand rausgefahren. So. So. Und jawohl, sehr gut gefahren. Und ja, dritte Runde nicht ganz so gut wie die zweite, wie meine beste, aber passt. 2 Sekunden Vorsprung. Und der Mustang wurde komplett durchgereicht. Bitte auf den letzten Platz. Alter Schwede. Hm. 8000 wieder.
Und schon wieder haben wir Geld. Und sind auf Level 8. So. Auf geht's ins letzte Rennen. Und dann weiß ich nicht, dann mal gucken, wie wir es machen. Das weiß ich jetzt noch gerade gar nicht. Weil, ja, ob wir dann mit der Amateur-Serie weitermachen. Trail Mountain, das bin ich bestimmt auch schon mal gefahren. Oh, Nissan Fairlady Z34 von 08 fährt auf zweiter Stelle. Ah, nee, ist nicht ganz genau der gleiche wie meiner. Okay. Kenne ich die Strecke? Ich glaube schon, ne? Oh, Alter. Ich habe gerade eine Strecke im Kopf, aber ich bin mir nicht sicher, ob es die ist. Witzrennen? Nein, nicht Witzrennen. Oh Gott, nee, die Strecke kenne ich ja überhaupt nicht. Hier mit so zwei Curbs. Boah. Ach doch, 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 doch. Ich glaube, ich erinnere mich an diese Strecke, aber die bin ich wirklich noch nie gefahren. Also so gut wie nie. So, erstmal einen Platz geholt. So, und wieder. Ach ja, doch. Mit dem Tunnel, ich kann mich erinnern. Mein Gott, gibt doch Stoff. Scheiße, ist dann hier. So. Oh, boah, aber wieder gut abgefangen. So. Ah, oh, der drängt mich hier fast in die Wand. So. Ah, shit. Ach so, doch, hier gibt es ja super Auslaufzone. Ich wollte eigentlich eben noch innen reinziehen, aber ich bin ihm halt voll hinten in die Hucke gefahren. Ach du heilige Scheiße, wo soll ich denn hier bremsen? Komm da mit 200 an. So. Ja, der war gar nicht mal schlecht. Also dafür, dass ich da jetzt auf gut Glück gebremst habe. Hier bremse ich jetzt mal gar nicht. Aber hier sollte man bremsen. So. Jawohl, da mit dem Wasser im Hintergrund. Oh, also tut mir leid, wenn ich das jetzt hier nicht immer so... Nein! Das kann sich jetzt nicht sein. So, ja, sorry, tut mir leid. Da bin ich natürlich volle Kanne rin gefahren und noch verschaltet. So. Mein Gott. Boah, Alter, da versetzt das Auto aber gut. So. Ja, ich fahre hier. Herr Nissan-Fahrer. Oh! Meine Fresse, meine Fresse. Neustart. Da war ich auf der Wiese und dann aufs Gas und das hältst du dann nicht mehr. Aber okay, ich kenne die Strecke jetzt wenigstens ein bisschen.